Schönen guten Abend. Wir spielen heute RimWorld. Dafür ist ein Add-on erschienen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so groß, was das so für Inhalte hat. Deswegen gucke ich mir die nochmal eben schnell an. Ich weiß, dass es was mit Kindern zu tun hat und irgendwie, du kannst jetzt andere Menschen machen oder so. Ermögliche deinen Kindern eine erfüllte und glückliche Kindheit in RimWorld. Das wird bestimmt so funktionieren. Mod-Option, Twitch-Chat. Oh, never show this on stream. Das ist ja schön, Leute. Zufall macht Laune. Ach, klicken wir einfach mal ein bisschen. Ein zufälliger Startplatz. Dieses Feld befindet sich in der Nähe von verseuchten Feldern, wodurch etwa alle 162 Tage ein Säuresmog auftritt. Was ist das denn? Säuresmog bewirkt, dass Pflanzen langsamer wachsen, Gegenstände im Freien zerfallen und Menschen schlechte Laune bekommen. Ey, zufällig hat gesagt, wir starten da. Neu generieren, Gottheit bearbeiten. In meinem Fall Christian ist Gott des Quacksalbers. So, dann fangen wir mal an. Wen haben wir denn hier? Bei den Bärtchen, da sehe ich eigentlich Martin. Der will kein Arzt oder Kinderpfleger sein. Er ist okay, du bist kein Mediziner. Was verweigerst du? Einfache Arbeit. Ich bin mir da. Alles klar. Blutrünstig, lahme Ente, Drogeninteresse. Eine Charaktererstellung ist schon 10 von 10, ey. Attraktivität mit einer Tüte über Kopf. Du hast Handwerk. Hallo Sepp. So, dann hätten wir nur noch Jay. Jay ist auf jeden Fall, der kann Feuer spucken. Okay, können wir. Ach, wir können ja suchen. Okay, Sadist gibt es nicht. So, die Götter waren zornig. Die Blutmaschinen kamen in der Nacht. Sie fickten durch euer Dorf. Ich ehrlich gesagt, die fickten durchs Dorf. Ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, wir haben zwei Hunde. Wir schlachten nicht die Hunde fürs Essen, Chat. Warte mal, was haben wir denn für Tiere? Ach, wir haben auch einen Affen. Ja, natürlich. Bezugsperson Jonathan, natürlich. Wie soll man arbeiten da? Guck mal hier, Jonathan und Dennis gehen mit gutem Beispiel voran und knüppeln Holz. Das ist schon mal gut, dass das zwei machen. Ich habe auch schon Safe Games gehabt, dass es einer gemacht. Das ist so zum Kotzen, weil es dauert ewig. Ist Martin Jays Vater? Echt jetzt? Ja. Ja. Martin ist Jays Vater. So, jetzt pass auf. Oh, warte mal. Was hast du denn vor? Ach, du schießt auf den. Kannst du nicht... Warte mal, der hat doch so Stacheln, die aus dem Brust kommen eigentlich. Daneben. Daneben. Was bist du für ein Jäger? Der Hase rennt weg. Los, hol dir Hasi. Hasi hat sich wieder zum Schlafen hingelegt. Aber kein Problem für Martin, der kann auch so weiter daneben schießen. Ja, die beste Taktik vom Hasen ist, wegrennen und sich dann wieder hinlegen. Ich fürchte, wir verhungern. Ich bin da ganz ehrlich. Mein Gott. Vor allen Dingen läuft das hier ja auch noch weg, wenn du das getroffen hast. Alter, Jay kann nicht kämpfen. Sepp kann nur so bedingt kämpfen. Dennis kann kämpfen. Martin geht so. Peter auch nicht. Ey, wenn wir angegriffen werden, haben wir einfach verloren. Der Hase reiert hier immer noch durch die Gegend. Oh Mann. Gleich hast du einen Hasen erlegt. Pass auf, Martin. Martin hat einen Hasen erlegt. Wow, Martin. Ja, fast. Mhm. Ne. Alter. Komm schon. Peter hat eine geile Stimme. Eichhörnchen getroffen. Nein, Peter, nicht reinkommen, sonst rennt das Eichhörnchen raus. Oh, Eichhörnchen weg, alles klar. Und wir haben eine Quest. Junge Landstreicher wünschen sich Nächstenliebe. Bitte was? Die Kinder betteln um 3 Kräutermedizin. Sie brauchen die Medizin, um ein Heilmittel für einen Freund zu brauen, der mit hohem Fieber im Bett liegt. Wenn du möchtest, kannst du sie töten, inhaftieren, verkaufen oder ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen.
Verkaufen, aussaugen. Kleine Blutbeutel. Nice. Ich glaube, Kannibalismus ist nicht so gern gesehen bei uns. Ja, ist Kannibalismus grausam. Finden die nicht geil, würden uns nichts bringen. Inhaftiere weiß. Warnung, dein Versuch, die Person zu inhaftieren, bleibt vermutlich nicht unbemerkt. Wenn du deine Nicht-Kolonisten oder andere Fraktionen, können sehr Fraktionen dir gegenüber feindselig werden. Diese Inhaftierung hat eine Chance von 64%. Was? Du hast eine 64%ige Chance, ein 7-jähriges Kind zu inhaftieren. Okay. Das Problem ist, ich habe zu wenig Essen, damit wir uns selber versorgen. Jetzt haben wir noch ein Maul mehr zu füttern. Außerdem schlägt Martin vor, dass du dieser Siedlung einen Namen geben sollst. Wie soll diese Siedlung heißen? Kinderräuber. Meine Fresse. So, Poppets kommt jetzt von unten. Das ist gut. Dennis und Martin werden gleich auf den schießen. Und dann wird... Oh Gott, Peter, du sollst dir doch die Keule holen. Komm schon, Leute. Ihr trefft den. Fuck, ihr trefft den nicht. Okay, Poppets ist down. Uiuiui. Guck mal, jetzt sitzen die da nämlich und unterhalten sich noch nett. Sebastian und Peter, worüber reden die denn? Peter redete mit Sebastian über Lieblingsfrisuren. Guck mal, das ist doch schön. Versteht sich nicht so ganz mit Weiß. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Wilde Frau betritt das Gebiet. Was? Eine Person, das wie ein Tier lebt, hat das Gebiet betreten. Sie wird Wug genannt. Du kannst versuchen, sie zu zähmen. What? Wir können die jagen wie ein Tier. Alter. Warnung, wilde Frauen können angreifen, wenn die Zähmung scheitert. Oh, ist das schön. Oh, wir haben Weiß rekrutiert. Mensch, nice. Dann machen wir hieraus natürlich, du kennst das ja. Du kennst, bist ja mit dem Raum vertraut, also kannst du da auch dein Zimmer haben. Endlich Stockholm-Syndrom, ja. Ein wilder Mensch ist hungrig und macht Jagd auf Daikir. Die Frau will den Hund fressen. Okay, wir wollen die echt verkloppen. Da, guck mal, kommt Peter mit der fetten Keule raus. Schießen. Treffen. So viel Leben. Jawohl. Peter hat tatsächlich ein Zeh. Glück mich doch am Arsch. Peter hat nur noch 4 Zehen an einem Fuß. Das gibt's ja nicht. Der rechte kleine Zeh ist abgeschlagen. Wenn wir es hinkriegen sollten, die Medizin so weit zu bringen, dann werden wir Peter den 5. Zeh an seinem rechten Fuß irgendwann per Operation wahrscheinlich wiedergeben können. Warte. Ich bin von heiligen Tieren umgeben? Glaube an Lamme, heiliges Tier. Der Affe ist heilig? Ich meine, ich hätte aber auch schon mal eins gefunden, weil von so Kryo kam. Da ist er. Das kann nicht sein. Jetzt nachts. Dennis hat einen neuen Gesundheitszustand, Herzinfarkt. Die Ursache dafür war eine Arterienverstopfung. Also ich sehe mich noch nicht, dass wir so ein Krankenzimmer haben, wo wir jetzt eine OP an einem offenen Herzen durchführen werden. Ziel in Betracht, die infizierten Körperteile zu ersetzen oder zu amputieren. Ja, ey, kein Problem. Operation, Aufgabe. Ein Herz können wir nicht entnehmen. Oh no. Dennis ist gestorben. Boah. Was ist jetzt los? Ein Wag ist hungrig und macht Jagd auf Marina. Der heilige Affe ist tot. Was ist denn hier gerade los, spirituell? Also, ja moin, da guck mal. Die kloppen sich. Jay und Sepp kloppen sich. Oh, Leute. Warum denn? Ja, nice. Jetzt habt ihr euch ein bisschen auf die Schnauze gehauen und jetzt gehen beide wieder. Konstruktion und Bergbau ist tatsächlich wichtig. Ja, du hast dich gerade mit Sepp geschlagen. Und irgendwie will keiner die Betten bauen. Und das entführte 10-jährige Kind muss sich jetzt selber seine Schule zusammenkleistern.
weil dann irgendwie sonst keiner für nötig hält, die Sachen da aufzubauen. Problem ist aber auch, dass ständig irgendwer kaputt ist und deswegen nicht arbeiten kann. Dadurch sinkt die Produktionsleistung direkt wieder richtig krass. Jonathan ist verletzt, Sepp ist verletzt, Peter ist verletzt, Dennis ist tot. Ja, am meisten arbeitet aktuell das 10-jährige Kind. Besessen von Leichen, nice. Martin ist innerlich zerbrochen und hat eine Obsession für Leichen entwickelt. Er wird eine Leiche ausgraben und sie öffentlich zur Schau stellen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Schön, kriegen wir Dennis vielleicht doch nochmal zu sehen. Neuer Tag hat angefangen, wir werden jetzt speichern. Tschüss. Ach, genau 4:20 die Sitzung. Yes.